mit einer Geschwindigkeit, die jeden Ordnungshüter bei der Höhe des Bußgeldes lächeln ließe, raste er über die Straßen. Die Reifen quietschten erbärmlich, als er den Wagen vor dem schmiedeeisernen Tor der Zufahrt stoppte. Er nahm seine registrierte Pistole aus dem Handschuhfach und stürmte auf die Villa zu. Dass die Haustür unverschlossen war, beachtete er nicht. Seine Nerven lagen einfach zu blank. »Thomas!« schrie er aus Leibeskräften. »Thomas, ich weiß alles! Wo bist du?« Er rannte durchs Haus, schlug eine Tür nach der anderen auf. Nichts. Totenstille. »Thomas! Ich weiß, dass du sie alle drei umgebracht hast!« Seine Stimme überschlug sich. Er rannte in den Keller. Heißer Nebel schlug ihm entgegen. Eine schier unerträgliche Hitze überfiel ihn, als er die Tür zur Sauna öffnete. Da saß Thomas mit weit aufgerissenen Augen. Seine Hautfarbe erinnerte an die einer frisch gekochten Languste. Er war tot. Erstickt. Auf dem Boden vor seiner Leiche lag ein handgeschriebener Zettel. Bernd nahm ihn an sich. Nur mit Mühe konnte er die ersten und letzten Zeilen noch entziffern. Der Rest dazwischen hatte sich, dank der hohen Luftfeuchtigkeit, zu einem großen blauen Tintenfleck vereinigt. Ingo wollte aus dem Unternehmen aussteigen, meinte, er hätte genug Geld verdient, um endlich das Leben mit seiner Familie genießen zu können. Aber vorher müsste er sein Gewissen Ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Ich habe den Tod verdient. Thomas. Bernd war sichtlich erleichtert. War das doch hiermit eine Bestätigung seines Verdachts, dass Thomas tatsächlich der Täter war? Und wäre der Zettel noch leserlicher gewesen, hätte er wahrscheinlich auch das Motiv für die Morde erfahren. Nachdem nun aber Thomas seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hatte, war er sich nicht einmal mehr sicher, ob er denn überhaupt auf der Todesliste einen Platz hatte. Was wussten seine Freunde, was er nicht wusste? Wollte er wirklich noch daran arbeiten, es in Erfahrung zu bringen? Nein. Er war froh, aus diesem grauenhaften Albtraum erwacht zu sein. Langsam verließ Bernd das Haus und rief per Handy die Polizei. Es war vorbei. Bernd hatte den Zettel wie auch seinen Verdacht der Kripo übergeben. Sicher würden sie die Gründe für die Morde von Thomas in Kenntnis bringen. Für ihn hatte sich der Spuk aufgelöst. Es gab keinen Täter mehr. Mit dem Verlust seiner Freunde musste er schon alleine fertig werden. Er wollte für ein paar Tage verreisen. Nach Cornwall. Dort zog es ihn schon immer hin. Er würde sich sicher erholen und die Nerven wieder auf Vordermann bringen. Seine Anwaltsgehilfin schaffte es sicher die paar Tage auch ohne ihn. Es war eine nette, gut bewirtete kleine Pension, in die sich Bernd eingemietet hatte. Das Wetter war von typisch englischer Natur, aber störte ihn nicht weiter. Die langen Spaziergänge an der Klippe entlang taten ihm wohl und er erholte sich zusehends von dem Grauen der vergangenen Wochen. Es war sein letzter Tag und er wollte noch einmal zu den Klippen. Von dort aus bot sich der herrlichste Blick hinaus aufs Meer. Es vermittelte ihm ein ungeheures Gefühl von grenzenloser Freiheit und er hatte Glück. Die Sonne zeigte sich zum ersten Mal seit seiner Ankunft. Bernd wanderte lange Zeit entlang der Klippen, bis zu einer Stelle, die er die letzten Tage schon des Öfteren besucht hatte. Ja, nicht ganz ungefährlich, ziemlich steil und hoch. Aber Bernd litt nicht unter Höhenangst. Er liebte das tosende Meer, wie es mit seiner Urgewalt an den scharfkantigen Felsen brach und die Gischt versprühte. Auch an diesem Tag hätte er dem Treiben stundenlang zusehen können, wenn da nicht plötzlich eine tiefe Stimme hinter ihm ihn zusammenzucken ließ. »Hallo Bernd, schön, dass ich dich gefunden habe.« Erschrocken drehte er sich um und sah in das bärtige Gesicht eines ihm nicht bekannten Mannes gleichen Alters. »Kennen wir uns?« fragte Bernd beunruhigt. Es war der Klang der Stimme,
die eine Erinnerung in ihm barg. Doch er wusste nicht, wem er sie zuordnen sollte. Er stand auf. Sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Der Bärtige grinste. Bernd betrachtete ihn. Und er wurde das plötzliche Gefühl nicht los, dass dieser Mann nichts Gutes im Schilde führte. Unwohlsein beschlich ihn und er schüttelte auf dessen Frage den Kopf. Na, dann will ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Schnitzeljagd. Vor vielen Jahren. Na, dämmert's nun. Seine Gesichtszüge verhärteten sich. Es dauerte nur einige Sekunden und Bernd wurde kreidebleich.